Ja, dann machen wir weiter. Wir haben jetzt den Ruben von Continental. Und als der Ruben und der Marcel, der Ruben und der Marcel mal vorgeschlagen haben, sich mal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive mit dem Thema Lernen zu beschäftigen. Und ich glaube, Ruben, du hast mir einen Foliensatz geschickt, der aus einer Vorlesung eigentlich stammt. Da habe ich ganz viele Sachen gefunden, die ich so noch nie bei Lernen gesehen hatte. Da ging es nämlich auf einmal um DNA und Epigenetik, also so ein bisschen, wie funktioniert eigentlich Lernen auf so einer ganz biologischen Ebene bei uns Menschen. Hat mich dann erinnert, mal einen Vortrag gehört zu haben, wie Al-Qaida irgendwie Leute trainiert und sozusagen brainwashed und bestehende mentale Modelle umdreht. So wird es, glaube ich, nicht. Aber der Ruben wird mal darüber sprechen, wie sozusagen Lernumgebungen unser Mindset verändern können. Und hier ist das böse Wort gefallen. Neulich hat jemand gesagt, immer wenn jemand Mindset sagt, stirbt ein Kätzchen. Und das wollen wir natürlich nicht, auch wenn Katzen für die Umwelt gar nicht so gut sind. Das wollen wir nicht. Aber wir wollen uns mal diesem Thema eben nähern, Learning-Umgebung und deren Einfluss auf Mindset. Ruben, die Bühne gehört dir. Ja, vielen Dank, Simon. Dankeschön. Jetzt hat Simon. Du musst nochmal loslegen, du hast Applaus bekommen hier. Ja, ich habe es gehört, dankeschön, Leute. Also erstmal Simon, dankeschön, du hast fast wortwörtlich das gesagt, was ich als Einleitung sagen wollte. Also Respekt dafür, für deine Fähigkeit, das zu verstehen. Ich wollte nochmal dir und Marcel Kirchner danke sagen, wie schnell ihr den Link auch hinbekommen habt zwischen dieser Vorlesung aus dem biopsychologischen Bereich und der Lern-OS-Con-Menschen. Ich hoffe, am Ende des Vortrags werdet ihr alle sehen, dass der Link da ist und dass es total sinnvoll ist, dass wir heute uns treffen und uns über das Thema Lernumgebung austauschen. Titel hat Simon schon gesagt, deswegen steige ich direkt ein mit einem persönlichen Beispiel, wie ich darauf gekommen bin, mich mit dem Thema Epigenetik überhaupt zu befassen. So, ich sehe jetzt grob, und ich bitte mal kurz euch to frame. Entschuldigung, das war jetzt nichts. Hoppala. Moment, ich teile nochmal neu. Verzeihung. So. Jetzt nochmal von vorne. Also. Jetzt sehe ich euch. Könnt ihr euch mal melden, wer von euch mag gerne Wespen? Handmeldung. Gerne online und auch im Raum. Also ich sehe jetzt vier hier. Viereinhalb. Ja. Genau, das habe ich mir gedacht. Mir geht es ähnlich und stellt euch vor, ich war vor ein paar Jahren mit meiner damaligen Freundin, meiner heutigen Ehefrau in Paris. Bestes Wetter, so wie heute, wunderbar warm und ich habe einen Snack gegessen. Und was natürlich passiert ist, es kam eine Wespe. Und was habe ich gemacht? Ich bin abgehauen. Also ich bin quer durch diesen Park gerannt und hatte wirklich Angst vor diesem Tier. Sah das ziemlich witzig aus, wie ein 2-Meter-Mann von 120 Kilo von der Wespe abhaut? Auf jeden Fall. War das dramatisch für mich selbst und für meine Frau auch? Natürlich war es das. Und ich habe mir dann gedacht, es kann ja nicht sein, dass ich Todesangst oder Angst vor einer Wespe habe und dann immer den Urlaub ruiniere oder den Sommer und habe entschieden, ich muss jetzt was tun. Und deswegen habe ich mich behandeln lassen gegen die Wespenphobie. Und siehe da, zum Abschluss dieser Behandlung hatte ich keine Angst mehr vor Wespen. Also ich finde sie immer noch doof, machen wir uns nichts vor. Aber diese Phobie war weg. Also ich empfinde keine Todesangst mehr, wenn eine Wespe kommt, muss nicht mehr abhauen. Und ich habe mich gefragt, wie kann das denn sein, dass eine so krasse biochemische Reaktion auf so ein Insekt plötzlich durch einen externen Einfluss wie eine Therapie, eine Phobiebehandlung verschwindet? Und das hat mich dann in der Recherche zum Thema Epigenetik gebracht und dann in dem Kontext auch zur Nature-Nurture-Debatte. Worum geht es hier? Also es ist die Natur-Anlage-Debatte. Es gibt zwei Perspektiven, die in der Psychologie versuchen, Verhalten zu erklären. In der Medizin versucht man auch natürlich dann Krankheitsentwicklungen zu erklären. Worum geht es hier? In der Psychologie kann man sagen, Verhalten kann erklärt werden einmal durch die Umwelt, also durch Nurture. Das bedeutet in der extremen Ansicht, 100% des Verhaltens kann durch Umwelteinflüsse erklärt werden. Der krasse Ansatz hier ist natürlich der Behaviorismus, der sagt, das Gehirn ist eine Blackbox, die interessiert uns überhaupt nicht. Und wir können sämtliches Verhalten des Menschen erklären und vielleicht sogar verändern, auch durch Umwelteinflüsse. Ja, ihr kennt das vielleicht von dem pavlovschen Hund.
die Glocke klingelt, wenn er was zu essen bekommt und irgendwann läuft der Speichel sogar, wenn nur die Glocke klingelt. Das wäre klassischer Behaviorismus. Ist heutzutage natürlich überholt, diese reine Perspektive. Die andere Perspektive ist die Nature-Perspektive, also klassisch-medizinisch. Und die sagt, alles im Verhalten des Menschen und auch Krankheitsentwicklungen können durch genetische Prädispositionen erklärt werden. Das heißt also nichts anderes, in unserem genetischen Code, in der DNA, ist hinterlegt, was mit uns passiert, wie wir uns verhalten und in der extremen Sicht sogar im Blick auf den freien Willen, es kann schon gesagt werden durch unsere DNA, wie ich mich in 10 Jahren verhalten werde. Das ist natürlich die andere extreme Ansicht. Ich glaube, und da geht auch der Trend hin in der Wissenschaft, es ist beides wahr. Und irgendwie werden beide Aspekte eine Rolle spielen bei der Erklärung von Verhalten. In der Biopsychologie zieht man dazu ganz gerne Zwillingsstudien heran, gerade bei genetisch identischen Zwillingen. Und warum macht man das? Man muss sich vorstellen, ihr habt eine Kopie von euch, die ist genetisch identisch. Und wenn ich jetzt rausfinden will, liegt eine Krankheitsentwicklung oder auch ein Unterschied im Verhalten an der Genetik oder an der Umwelt, dann habe ich bei genetisch identischen Zwillingen natürlich die Erklärung, die sind gleich, was den Baukasten angeht, den genetischen. Wenn es da einen Unterschied gibt, muss es ja durch Umwelteinflüsse passiert sein. Und ich möchte euch 2 schöne Studien vorstellen auf dieser Folie, die das ganz gut darlegen. Erstmal medizinische Perspektive. Die Forschungsgruppe um Tann hat 2014 herausgefunden, dass wenn man 2 genetisch identische Zwillinge nimmt, kann es sein, dass einer von den beiden eine bestimmte Krankheit entwickelt und der andere nicht. Und das ist ja schon mal ganz klar. Genetisch bedingte Krankheit, genetisch identisch. Das heißt also, es müssen Umwelteinflüsse gewesen sein, die dies hervorgerufen haben. Es kann nicht die DNA selbst gewesen sein, es geht nicht. Also geht heutzutage schon durch Gentechnik, aber davon reden wir jetzt nicht. Das andere Beispiel, was noch für uns heute hier in der LernOS-Convention viel relevanter ist, ist die Studie von Niestbett und Kollegen von 2012. Müsst euch vorstellen, es gibt genetische Prädispositionen, also Voraussetzungen für außergewöhnliche Intelligenz. Ja, also manche Menschen haben einfach so ein Gen, das vorherbestimmt, ich habe das Potenzial, super schlau zu werden. Und wir alle haben auch das Potenzial, eine bestimmte Intelligenz zu entwickeln. Und die haben jetzt herausgefunden in ihrer Studie, dass aber die Menschen, die dieses Potenzial für außergewöhnliche Intelligenz haben, die müssen auch das Lernumfeld haben, um diese entwickeln zu können. Das heißt also, es reicht nicht einfach, das Gen zu haben für Superintelligenz, sondern ich brauche auch ein Lernumfeld, ein Learning Environment, das das Ganze begünstigt. Ansonsten kann es passieren, dass ich mein Potenzial nicht ausschöpfen kann. Und die beiden Studien zeigen aus meiner Sicht ganz gut, was es mit dem Thema Epigenetik auf sich hat. Und die Grundlage für alles, was ich euch eben erzählt habe, und ihr ahnt es schon, kennt ihr aus der Biologie noch, ist die menschliche DNA, die über Basenpaare kodiert sind und die für jeden von uns einen individuellen persönlichen Code beinhalten, der einzigartig ist, außer ihr habt einen genetisch identischen Zwilling natürlich. Diese Sequenzen können interpretiert werden wie ein Computercode. Also diese DNA-Sequenzen sind letztlich ablesbar wie Nullen und Einsen. Und am Ende wird da in der Proteinbiosynthese werden Proteine synthetisiert, die dann zu Merkmalen führen. Also alles, was da passiert, führt zu eurer Augenfarbe, eurer Größe, eurer Stimme und so weiter. Auch euer Verhalten tatsächlich stellenweise. Und das Ganze nennt sich dann Genexpression. Ja? Also was passiert denn, wenn eure Gene abgelesen werden, Proteine synthetisiert werden und dann letztlich Merkmale entstehen, die euch als Menschen ausmachen? Das Ganze basiert auf den Basen Thymin, Adenin und Cytosin und Guanin. Wisst ihr wahrscheinlich auch noch aus der Biologie, aus dem Schulunterricht. Und diese 4 Basen treten eben in unterschiedlichen Reihenfolgen in Genen auf. Ja, also jedes Gen besteht aus diesen Basen, die können unterschiedlichen Reihenfolgen auftreten und dann entsprechend auch in der Synthese abgelesen werden. Jetzt zurück zur Epigenetik. Die Epigenetik versucht herauszufinden, wie diese Genexpression, also die letztlich Synthese von Proteinen und die Merkmalgenerierung an- oder ausgeschaltet werden kann. Ja, und wie das Ganze durch Umwelteinflüsse geschieht. Und ein epigenetischer Prozess, es gibt verschiedene Prozesse, ein epigenetischer Prozess ist die sogenannte Methylierung von Cytosin.
Jetzt hat irgendjemand Kontrolle der Präsentation genommen, aber ich mache einfach mal. Ich hoffe, ihr seht jetzt die Folie mit den vier Basen. Seht ihr die Folie mit Epigenetik, The Methylation of? Okay, danke schön. Also, jetzt meine Notizen auch weg. Das ist natürlich nicht so günstig. Also, ich mache es ohne Notizen weiter. Letztlich, die Methylierung von Zytosin reguliert die Genexpression. Ruben? Ja? Ja? Wir sehen nicht, wer die Kontrolle hat. Ich kann sie übernehmen und ich kann es für dich weiterschalten. Ja, ist okay, dann mach du bitte. Oder willst du nochmal neu teilen? Ich teile nochmal neu. Ja, wir sind gut in der Zeit, kein Problem. Moment. Und nicht Rubens Kontrolle übernehmen. Bitte nur bedingt. So, Moment. Jetzt, alles klar. Wir haben in Vertrauen in die Kraut die Rechte sehr demokratisch eingestellt. Das muss auf jeden Fall ins Bingo nächstes Jahr, Simon. Wer hat die Kontrolle genommen? Okay. So, jetzt sind wir da. Passt alles wieder? Klar. Ja, alles gut. Dankeschön. So, vielen Dank für die Challenge, wer immer das gemacht hat. Ich bin stolz, dass ich ruhig geblieben bin. Also, nochmal zurück. Also, ich habe eben gesagt, wie die Epigenetik untersucht, wie über Methylierung von Cytosin die Epigenetik quasi Einfluss auf die DNA haben kann. Ja, und diese Methylierung kann durch Umweltfaktoren passieren. Und jetzt kommt auch schon wieder der Link zum Lernen. Also ich werde es nicht zu biologisch, biochemisch, keine Sorge. Jetzt kommt der wichtige Punkt. Ihr seht hier an diesem Schalter, ne, das sind die vier Basen, Adenin und Thymin, Guanin und Cytosin. Und wenn eine Methylgruppe, also ein Kohlenstoffatom und drei Wasserstoffatome, an Cytosin angeheftet sind, zu Beginn einer Gensequenz, dann ist das Gen ausgeschaltet. Ja, also das heißt, da werden keine Proteine mehr hergestellt. Und das haben sich die Forscher Schiele und Domschke 2017 zunutze gemacht und haben herausgefunden, dass die Methylierung eines bestimmten Gens mit einer erfolgreichen Therapie korrespondiert. Was haben die gemacht? Sie haben Angsttherapie-Patienten genommen und haben die DNA extrahiert und haben die analysiert und haben gesehen, aha, hier auf einem bestimmten Gen, das für die Produktion von einem Enzym zuständig ist, das heißt Monoaminoxidase A, das ist nicht methyliert. Und das bedeutet, dieses Enzym wird durch die Nichtmethylierung unkontrolliert hergestellt. Was ist das Problem daran? Monoaminoxidase A als Enzym baut im Körper Dopamin und Serotonin ab. Und das ist ein Problem. Also es baut es übermäßig ab. Dopamin und Serotonin, wisst ihr vielleicht auch, sind Neurotransmitter, die am synaptischen Spalt und im ganzen Körper unser Verhalten regulieren, unsere Stimmung. Und insbesondere Serotonin eben ist dazu da, unter anderem, um die Stimmung zu stabilisieren. Das heißt, dass wir ausgeglichen sind. Wenn wir zu wenig Serotonin haben, dann sind wir nicht ausgeglichen und vielleicht sogar ängstlich eher, weil wir das nicht sind und dann vielleicht sogar bis hin zu einer Depression. Kann passieren. Ja, also wenn Serotonin nicht ausreichend vorhanden ist, dann ist das nicht gut für uns. Das gleiche bei Dopamin, das sogenannte Glückshormon nennt man es ja, ist auch ein Neurotransmitter letztlich, der reguliert Motivation und Lernen. Ja, und dieses Enzym, Monoaminoxidase A, baut diese beiden Neurotransmitter übertrieben stark ab, also nicht mehr normal. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn diese beiden Neurotransmitter, also Serotonin und Dopamin, nicht ausreichend vorhanden sind, können wir nicht gut lernen und sind vielleicht überängstlich. Und was Schiele und Domschke jetzt herausgefunden haben, ist, also vor der Therapie, die sie gemacht haben, wurde DNA extrahiert, keine Methylierung von Cytosin auf diesem Gen, das dieses Enzym produziert, das nicht gut für uns ist, weil die guten Neurotransmitter übermäßig abgebaut werden. Nach der Therapie, wenn Therapeut und Proband gesagt haben, die Therapie war für mich erfolgreich, ich bin weniger ängstlich, ich bin halt normal ängstlich, aber nicht mehr übertrieben ängstlich, da wurde dann nochmal in der DNA-Extraktion festgestellt, aha, plötzlich ist hier eine Methylgruppe an diesem Gen angeheftet, das für das Enzym Monoaminoxidase A verantwortlich ist. Das heißt, die Produktion dieses Enzyms wurde an der Stelle gestoppt und der übermäßige Abbau von Serotonin und Dopamin wurde geändert. Das mal kurz sacken lassen. Also als ich das recherchiert habe für diese Vorlesung, dachte ich so, das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich krass, dass die Umwelt Einflüsse dafür sorgen können, dass die Expression unserer Gene oder wie und was unsere DNA mit uns macht, verändert wird. Und zwar so, dass sowas Krasses wie eine Angststörung durch eine Therapie beseitigt werden kann. Ich fand das unglaublich, ehrlich gesagt. Und jetzt mal unter uns gesagt,
letztlich ist doch eine Therapie nicht viel anderes, als dass man etwas lernt über sich selber. Ja, das heißt also, möglicherweise können wir sogar Lernprozesse über epigenetische Prozesse, über dieses An- und Ausschalten steuern. Und ja, also my mind was blown, als ich das verstanden habe, wie das funktioniert. Und ich war einfach maßlos begeistert, dass man nicht mit CRISPR-Cas9 hergehen muss und Gene austauschen muss, sondern dass man tatsächlich durch sowas wie Lernprozesse die DNA-Expression verändern kann. Ich fand es großartig. Das Wichtige jetzt für euch und für uns alle hier ist, die Forschung zu dem Thema hat gerade erst begonnen. Also ich kann euch jetzt hier nicht reihenweise Studien vorstellen, die sagen, Lernumgebungen zu gestalten und sich damit zu beschäftigen, ist total sinnvoll und es gibt hier 1000 wissenschaftliche Erkenntnisse, die das belegen. So ist es nicht. Aber ich glaube, ihr alle hier, die ihr euch auf dem Feld des Lernens bewegt, habt das Potenzial, Einfluss zu nehmen auf diese gesellschaftliche Entwicklung. Wenn ihr Wissenschaftlerinnen kennt oder Wissenschaftler, die Psychologen sind, die Biochemiker sind und ihr habt ein cooles Thema, wo ihr sagt, wenn wir so Lernumgebung gestalten, wie Simon es heute vorgestellt hat, wollen wir nicht mal eine Forschung machen und das untersuchen, wie vielleicht das sich auf bestimmte Gene auswirkt und ob das vielleicht epigenetische Effekte hat. Das kann ich euch nur, dazu kann ich euch nur encouragen, tatsächlich. Ich persönlich glaube, wenn man eine stimulierende Lernumgebung hat, die vielseitige sensorische, kognitive und soziale Erfahrung bietet, dass dadurch epigenetische Veränderungen entstehen könnten. Ja, und vielleicht sogar so weitgehend, jetzt nicht als Forschungsfrage, aber so als Idee als erste. Stellt euch vor, dass die Neuroplastizität durch Lernumgebung verändert werden kann. Ja, also Synapsen bestehen letztlich nur aus Proteinen. Die Prozesse, die da passieren, werden durch Proteine gesteuert. Und deswegen kann es ja sein, dass es bestimmte Gene gibt, die für die Proteinsynthese für Synapsen zuständig sind und dass dann durch epigenetische Effekte diese Synapsenbildung und auch die Prozesse an Synapsen leichter werden, besser werden, improvisiert werden. Das müsste man eben untersuchen. Ja? Und letztlich wäre es so, wenn die Synapsentätigkeit verstärkt wird und verbessert wird, dann kann es sein, dass wir schneller, besser und effizienter lernen und denken können und das Gedächtnis auch besser funktioniert. Kann auch sein, dass wir herausfinden, dass wir in der Entwicklung als Kinder oder später auch als Erwachsene bestimmte Umwelteinflüsse haben, die unsere Fähigkeit, sich etwas zu merken, verändern, dass das eben durch Umwelteinflüsse passiert. Was uns hier beschäftigt bei der LernOS Convention und ich persönlich auch, seit ich LernOS kenne und Marcel Kirchner kenne, sind die Learning Circle Guides. Ich bin begeisterter Vertreter von Learning Circle Guides bei uns im Unternehmen und ich kann sagen, ich glaube wirklich sehr daran, dass Learning Circles sehr dazu führen, dass dieser soziale Einfluss im Lernen, dass Lerngruppenbildung, egal welche Tools man jetzt nutzt, ne, sei es OneNote oder Minecraft, dass die dafür sorgen können, dass wir epigenetische Veränderungen in einem positiven Sinne fürs Lernen für uns erreichen können. Ja, also ich kann es nicht beweisen, aber es wäre etwas, was man wissenschaftlich auf jeden Fall mal untersuchen könnte und auch sollte. Abschließend glaube ich, und ich bin jetzt kein Experte für künstliche Intelligenz, will ich mich auch gar nicht darstellen als solcher, aber ich glaube, stellt euch vor, dass eine künstliche Intelligenz wie ChatGPT oder ähnliches das weiß, was ich euch gerade erklärt habe. Und das ist Fakt. Ja, also alles, was da biopsychologisch passiert ist, das stimmt. Das ist nicht erfunden. ChatGPT weiß das. ChatGPT weiß, es ist wichtig für Menschen, wie man Lernumgebungen gestaltet. Und es gibt einen Link zwischen diesen beiden Dingen. Lernumgebungen können das Lernen beeinflussen, und zwar auf der DNA-Ebene. Und das bedeutet, künstliche Intelligenz könnte uns ja unterstützen dabei, solche Lernumgebungen zu gestalten. Weil die wird sofort den Link herstellen. Aha, guck dort, probier doch mal dieses aus, jenes aus, mach doch mal Minecraft, versuch mal ein anderes Tool, was auch immer es sein mag. Diese Impulse können von einer KI kommen und dann noch der Mensch dazu, der vielleicht ein bisschen mehr Kreativität reinbringt. Das könnte tatsächlich ziemlich viel, wenn nicht sogar alles im Thema Lernen verändern. Zusammenfassend kann man sagen, ich glaube persönlich, nochmal, es ist wichtig und sinnvoll, dass wir uns hier treffen, uns mit dem Thema Lernumgebung beschäftigen. Deswegen nochmal vielen Dank, Simon, dass du das Thema dieses Jahr auf den Tisch gebracht hast. Ich glaube, Learning Environments Matter und auch LOSCON 2023 matters. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn ihr morgen in meinen Breakout kommt. Dankeschön.